Mama, ich bin's, Christoph. Hallo Mama. So, ich kann erst jetzt anrufen. Wir haben den ganzen Tag aufgebaut. Wir haben nun die Sabine in die Schweiz erreicht. Schwelge ich in den guten alten Tagen von magazin.rebell.tv. Was da so alles auf der Straße herumliegt. Man darf einfach nicht zu faul sein, es aufzuheben. Ein Bankanalyst an einer Hochschule hat die Performance der Aktie von Tamedia untersucht. Wagen wir einen Blick auf dieses Dokument. Paradepferd erstmals mit einigen Kratzern, hat die ZKB geschrieben. Ein Paradepferd mit Kratzern. Erstmals. Okay. Hab's erst jetzt verstanden, der Link zum Tweet mit diesem Bild in der Videobeschreibung. Aber der obere Teil ist also die SWOT-Analyse der Zürcher Kantonalbank. Und unten macht dann der Dozent von der HWZ seine Kommentare. Von wem es ist, weiß ich nicht. Der Banker weiß, die Schwächen und Risiken sind dramatisch, aber das Schlimmste zu unterst. Hohe Goodwill-Position. 1999 hat TA Media die Gratiszeitung in die Schweiz gebracht. Und wer hat diese hohe Goodwill-Position immer und immer wieder hochgeschrieben? Es waren maßgeblich die Professoren von der Universität, ich nenne sie die Kanonensegner. Ganz konsequent der Hochschulprofessor, der dann empfiehlt, bei den Chancen die Rentabilität im Print möglichst lange hochhalten. Pietro Supino hat die Zeitung ganz konsequent auseinandergeschraubt und für jedes Teil, was ein bisschen Geld in die Zeitung gespült hat, hat er eine eigene. Die Professoren haben sie ihm gut geschrieben. Plattform machen lassen, die Inserate, sogar die Todesanzeigen, die Jobs, die Kleininserate, alles, alles wurde zu Geld gemacht. Und die Unschuld bei Ringier ist natürlich nicht kleiner. Sie haben einfach Unterhaltungskonzerne gemacht. Und heute sagen die Professoren sogar Blick, Boulevard ist staatstragend. Mein Gott. Als überzeugter News-Deprivierter, wie mich Professor Dr. Mars Eisenecker nennen würde, einer Zeitung zu begegnen und dann solche Texte zu sehen, wenn Journalisten über Pulitzerpreise Kollegen schreiben. Du, nee du, einfach aufhören mit dem Blödsinn. Nein, ich schließe nicht von Einzeltexten auf die Gesamtzeitung. Der Punkt ist, dass Massenmedien immer perspektivisch sind. Das ist das Problem. Seit 50 Jahren gibt es Internet, seit 30 Jahren www.